Oh mein Gott, es ist ein Selfie-Stick. Ja Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war schon im Urlaub und ich habe eine Menge Leute mit solchen Selfie-Sticks hier gesehen. Ich selbst habe aber noch nie einen benutzt, aber das wird sich jetzt ändern, denn ich habe hier von EC Technology einen schönen Selfie-Stick bekommen, der kompatibel ist mit allen möglichen Gerätschaften, mit allen Smartphones auf jeden Fall. Und ich würde sagen, den packen wir jetzt mal gemeinsam aus und schauen uns den Packungsinhalt an. Und da ziehe ich mal das ganze Paket hier nach draußen. Und wir sehen hier ganz oben aufliegen natürlich eine kurze Bedienungsanleitung, die lege ich mal noch zur Seite. Dann haben wir hier oben den eigentlichen Selfie-Stick mit Handgelenksschlaufe. Darunter, das sieht wohl aus wie eine schöne Tragetasche noch zum Mitnehmen. Dann haben wir hier noch eine Batterie. Ja, denn wir brauchen hierfür eine Batterie. Ich zeige euch gleich genau wofür. Hier, das ist ein Aufsatz. Wofür kann ich jetzt so auf Anhieb nicht sagen. Dann hätten wir auf dieser Seite den Aufsatz für das Smartphone. Das heißt, hiermit schraubt man das einfach auf den Selfie-Stick auf und kann somit hier das Smartphone einfach reinklemmen. Sehr einfach. Und hierfür brauchen wir nachher die Batterie, denn das hier ist ein Auslöseknopf, der per Bluetooth funktioniert. Den kann man sich als Ring an den Finger machen oder man macht es einfach, wie es gedacht ist, hier an den Selfie-Stick dran. Ich ziehe mal die Folie ab. Und dann kann man hier mit diesem Auslöser ganz leicht dann einfach die Fotos schießen. Aber schauen wir uns den eigentlichen Stick doch mal etwas genauer an. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein kleiner Schlagstock, aber ist tatsächlich ein Selfie-Stick. Wir haben also hier oben die Befestigung für die verschiedenen Adapterteile, zum Beispiel hier, wo man dann das Smartphone auch dran befestigt. Das wird einfach festgeschraubt und dann ist man eigentlich schon direkt startklar. Man kann ja auch jedes andere Standardgewinde dran schrauben. Wir haben hier einen Schalter. Ein Hebel, wenn ich den mal umlege, seht ihr, ist das hier sehr beweglich, denn wir haben hier ein Kugelgelenk dran. Somit können wir also den Selfie-Stick und das Handy und die Kamera so ausrichten, wie wir das am besten brauchen in der aktuellen Situation. Und dann kann man das auch ganz leicht wieder feststellen. Ich packe hier einfach mal ein Handy rein, zum Beispiel hier das iPhone 4. Und dann sieht man schon, wie das Ganze hier passt. Passt also sehr gut, auch der Halt ist sehr sicher und somit kann man jetzt loslegen und Fotos machen. Wir können das Gewinde auch noch, wie ich gerade sehe, hier andersrum dran schrauben. Ihr seht, wir haben auch hier nochmal ein Schraubgewinde. Damit kann man also dann die Orientierung ändern. Alles sehr schön und sehr durchdacht. Jetzt können wir natürlich diesen Stick hier noch deutlich verlängern, dadurch, indem wir einfach mal das Ganze hier zur Seite drehen und dann kann ich das hier so ausziehen. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, müssen wir erstmal noch die Batterie hier in den Auslösebutton reinpacken. Dazu nehme ich einfach mal die ganze Einheit hier aus dem Ring raus. Hier hinten können wir dann das Ganze einfach öffnen, indem wir das so zur Seite drehen, den hinteren Deckel und einmal öffnen. Und da seht ihr schon, dort legen wir einfach dann die Knopfzelle ein und können das Ganze nochmal verschließen. Und danach kann es dann gleich losgehen. Und hier haben wir nun den EC Technology Selfie Stick in voller Länge. Er wird 95 cm lang maximal. Man kann das natürlich selbst einstellen, wie viele Segmente man ausfahren möchte. Und auch der Shutter Button hier, der funktioniert wirklich ganz hervorragend, sehr gut zu bedienen. Insgesamt ist das ganze Teil auch sehr leicht, denn es ist aus Aluminium gefertigt. Und von der Funktion, soweit ich das jetzt mal testen konnte, hat das wirklich sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, ist wirklich ein schönes Produkt. Man kann schöne Selfies damit machen. Auch hier der Auslösebutton, der funktioniert wirklich gut. Einmal draufdrücken und schon geht's los. Die Bluetooth-Verbindung scheint auch sehr stabil zu sein. Jetzt ist natürlich 95 cm manchmal vielleicht etwas zu lang, aber durch leichtes Drehen kann man einfach dann hier die Segmente nochmal zusammenschieben und durch ein leichtes Drehen in die andere Richtung habe ich jetzt einfach schon mal den Selfie-Stick etwas verkürzt und so kann man das mit jedem der einzelnen Segmente hier ganz leicht tun, so dass man entweder einen langen oder einen kurzen Selfie-Stick zur Hand hat. Ein wirklich sehr schönes Produkt, Leute, probiert es gerne mal aus. Von EC Technology habe ich bisher noch kein schlechtes Produkt bekommen und mit dem Selfie-Stick hier wird es damit auch nicht losgehen. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr einen Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi Uppercat. Die Katze hat gesprochen. Mi Uppercat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.miuppercat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!